Auf den zahlreichen Almen und Berghütten der Urlaubsregion Hochkönig herrscht nicht nur im Winter Hochbetrieb, auch im Sommer ist hier richtig was geboten. Vor allem am Tag der Hochkönigroas, wo auf 9 verschiedenen Hütten in Mariaalm, Dernten und Mühlbach gleich 9 verschiedene Volksmusikgruppen aufspielen. Das Besondere an der Hochkönigroas ist das, dass man von Hütte zu Hütte ein bisschen wandert, dass man dabei unterhalten wird von richtig echter Volksmusik, dass die Alphornbläser entlang des Weges spülen, dass man die Waisenbläser irgendwo sieht, dass die Schnäuzer unterwegs sind und das bringt sehr viel Heimatgefühl und sehr viel echte traditionelle Werte. Auf den zahlreichen Wanderwegen und Bikepfaden ging es für die Gäste hinauf in die Bergwelt der Region Hochkönig, wo nicht nur authentische Volksmusik, sondern auch leckere regionale Schmankerl warteten. Alles in allem eine absolut runde Geschichte, die einfach begeisterte. Ja, natürlich ist das schön. Das genießen ja alle, gell? Ich finde es gut, wenn so viele Leute da sind. Wir haben Fischpasta erhoben, wir haben ein paar Glas Weiß getrunken, wir haben auch gut gegessen. Und das ist ein richtiges Almerleben. Da lebt man auf, da hat man Spaß. Das ist einfach ein gutes Gefühl und man fühlt sich wohl. Und das ist unsere schönste Heimat, was es überhaupt gibt. Wir sind auch Wiederholungstäter, also kommen alle Jahre wieder, von daher fällt uns super klasse. Das Almleben hat schon was, oder? Das Almleben hat sehr viel. Man kann es atmen, man kann es schmecken, man kann es sehen. Das ist alles, die Sinne werden geschärft und es ist alles super. Also besser geht's nicht. Ja, das ist natürlich immer wieder ein Erlebnis, das ist schön, weil auf vielen Hütten wird dann musiziert und kommen die Einheimische zusammen und Gäste und na, ist was Besonderes. Ja. Das ist eine gute Sache, das ist authentisch, das ist echt und ich glaube, das lässt für jeden das Herz höher schlagen. Da. Und in den Berg Musik spielen ist ja sowieso das Schönste, oder? Ja, das ist eigentlich der Gipfel. Der Lust, kann man sagen, der Musiklust, ja, das ist das Schönste, was es gibt. Und da die Kulissen dazu von Hochkönig und von dem ganzen Gebiet, das ist herrlich. Die Hochkönigroas war also auch im Jahr 2018 ein Erfolg auf ganzer Linie, mit kulinarischen und musikalischen Hochgenüssen am Gipfel der Gefühle.